Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt zusammen mit dem Roman.de. Hallo. Ja, ich weiß, wir haben das, also so ein neues Projekt gar nicht, wir haben es nämlich früher schon einmal gespielt. Es hatte sich damals Zombie Invasion genannt, aber ist nicht das Zombie Invasion, was ihr jetzt wahrscheinlich kennt. Sondern wir sind jetzt hier auf einer Survival Games Map, nämlich auf der Survival Games Map 6. Und wir müssen jetzt hier überleben. 10 Tage lang, und also 10 Minecraft-Tage lang. Und wir haben nur diese Startausrüstung und wir können keine Blöcke abbauen, außer halt, also wir sind in Game Mode 2, das heißt, wir können Glas abbauen und so ein Quatsch und alle Blöcke mit den entsprechenden Tools, aber wir haben noch keine Tools, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Wir sollten uns mal vielleicht sputen und einfach mal ins Wasser springen, ne? Yep. Und wir haben auch natürlich Smart Moving hier drin und einen Mod, der uns das Hardcore schwierig machen wird zu überleben, nämlich Zombie Awareness. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Mod, aber der lockt halt sehr viele Gegner auf dich drauf. Wie soll ich hier hin? Wir müssen wieder in die Halle rein, wir sind draußerhalb, ja, draußerhalb. Ach so. Okay, das los. So, jetzt kannst du noch besser dann. Nebenbei habe ich auch noch ein paar. Was habe ich eigentlich? Nee, okay, sieht nur so aus. Ich muss doch mal, der Schäfer ist doch ein bisschen dunkel. So. Ich geh mal jetzt hier lang. Ich hab schon die ersten Zombies. Ja, ich auch. Also unser erstes Ziel ist es irgendwie vielleicht an Holz zu kommen. Leider sind die Truhen auf dieser Map nicht gefüllt und deswegen haben wir nur die Möglichkeit, uns jetzt hier an Creepern zu bedienen, die irgendwas Holzartiges wegsprengen, damit wir irgendwas erreichen können. Zumindest ich habe ein paar Truhen überprüft und da war nichts drin. Jetzt mal da vorne gucken. Wir müssen es nochmal ein bisschen leiser machen. Hier ist 2 Pfeile und ein Fisch. Echt? Ja. Hey, da ist ja doch was drin. Ja, perfekt. Na gut, dann gehen wir mal da hinten lang. Da war nämlich auch noch eine Truhe. Ja, hey, ich habe am Spawn geguckt und am Spawn war nichts drin. Das ist komisch. Hier ist auch nichts drin. Okay, hast du gerade die einzige Truhe gefunden, wo was drin ist? Wahrscheinlich. Hier ist auch nichts drin. Warte, ich komme mal hier hin auf der Insel. Sopsa, bumm. Hier auch nichts drin. Sag mal. Okay. Also auf jeden Fall sollten wir jetzt ins irgendwie einen Creeper anlocken und den dann gegen das Holz jagen. So ist die einzige Möglichkeit, hier 10 Tage zu überleben, glaube ich. Ansonsten werden wir einfach kläglich verrecken, oder? Ja, also da sind ziemlich viele Mobs, aber... Pass auf, Skeleton. Ei! Wow! Okay, fuck. Ups. Oh, kein Hintern. Kommen einige, okay, die sehen dich gar nicht. Irgendwie. So, die wollen ich nicht mehr. So, okay. Die Skelette, die sind die schlimmen Übeltäter. Also, es sieht ziemlich scheiß für dich aus, also. Renn einer! Nee, ich stehe hier eigentlich relativ sicher. Fuck, den Creeper hätten wir nutzen müssen. Aber jetzt habe ich ein paar Blöcke. Ich mal ganz kurz, ich bin so gut wie tot. Ah. Oh, fuck. Ich habe ein halbes Herz. Weil ich komme. Ah, fuck. Ich muss mir die kurz hochbauen. Boah, shit. Boah, ein halbes Herz. Also wir dürfen hier auch, by the way, nicht einmal sterben. Komm mal rüber. Achtung, die Hexe. Die Hexe. Alter. Wenn du jetzt gegen die Hexe kommst. Also ich habe jetzt ein paar Blöcke, aber wir können die Blöcke halt nie wieder wegmachen. Also bevor wir nicht einen Creeper kriegen. Boah, Alter. Das ging aber schon mal richtig gut. Knapp. Also wir müssen quasi eigentlich nur an 2 Holzblöcke kommen, dann können wir glaube ich schon uns, nee, 3 glaube ich, oder? 3 braucht man für eine Axt. Ja, 3. Ich habe auch nur 2 Cobblestone, hast du noch Cobblestone aufgesammelt? Nee. Ah, ist ja praktisch gewesen. So. Hm.
Okay, das ist ja witzig. Was? Hinter dir? Nee, also auf diesem Sand und diese roten Dings. Ja, oder? Das ist Blut, ja, ja. Auf jeden Fall. Das Blut ist ein Creeper. Ein Skeleton. Ja, wir können eine Schallplatte kriegen. Ja, du musst jetzt mal den Creeper hier hinloggen. Oh Mann, dieser Skeleton. Ja, ich hab den Skeleton hinter mir. Nee, hast du nicht, ich hab ihn getötet. Ich meine den Creeper. Ja, dann lock ihn mal zum Holz und lass ihn explodieren neben dem Holz. Naja, da kommt noch ein Skelett, warte, ich helfe dir. Das ist weiter weg. Ich hab noch einen Creeper gefunden. Boah, ist jetzt gerade schon höchste Konzentration. Und, hast du was bekommen? Oh nein, ich glaube, es waren nur falsche. Ja. Doch, ein. Achtung, da kommt noch ein Creeper. Hinter dir, Achtung, Achtung! Okay, er ist nicht fixiert auf dich, das ist gut. Ah, fuck, ich krieg den Creeper nicht hingelenkt. Da doch jetzt vielleicht. Oh, jetzt sind hier auch noch Zombies. Weh, die Witch. Oh. Die Witch. Oh, fuck. Boah, die Witch hat den Potion daneben geworfen. Alter. Nein, fuck, jetzt bin ich runtergefallen. Komm mal, ich versuch's zu helfen. Nee, ich schaff das schon. Aber jetzt bin ich runtergefallen. Jetzt krieg ich den Creeper nicht. Und, oh, fuck, ich bin. Boah, nein, ich bin gepoisoned. Ach, du Kacke. Junge, diese Witch, ne? Boah. Ich zieh mich mal hier auf diese Insel zurück mit dem einen Baum. Okay. Ja, weil ich gehe jetzt gleich auf ein halbes Herz runter. So. Ich darf mich jetzt kein Monster mehr aussetzen. So, bin jetzt auf ein halbes Herz. Achtung, die Witch kommt so langsam zu dir. So. Okay. Ich regeneriere langsam. Ich muss inzwischen schon Rotten Flash essen. Gerade. Ja, ich habe meine Äpfel auch weg. Ich habe nur noch den Fisch. Okay. So, ich warte mal. Also da ist auf jeden Fall noch ein Creeper. Ich frage mich gerade echt, wie wir das anstellen. Das Ganze. Skelett da hinten. Die Witch guckt mich gerade so richtig cool an. Hi. Ja. So. Ja, kannst du mir vielleicht einen Fisch geben? Oder wie viel hast du? Also ich habe eineinhalb Hungerbalken weg und einen Fisch. Okay, dann nimm du den Fisch. Okay. Ich habe einen String, aber das bringt ja auch nicht so viel. Also du hast ein Holz. Ja, ein Holz. Also ja, mach mal schon mal eine Workbench. Ach nee, wenn wir eine Workbench finden. Ja, mach mal noch keine Workbench, weil wir kriegen hier sind nämlich Workbenches überall. Ja. Okay. So, jetzt muss ich noch 26 Sekunden warten, dann komme ich. Also wenn wir eine Workbench finden, dann haben wir den entscheidenden Vorteil, dass wir, Oh, Alter. Das ist ja richtig, dass wenn ihr noch unseren Nadel aufzieht. Ich bin der Creeper gespawnt. Okay, ja, ich komme gleich. 10 Sekunden noch. Also es wird jetzt schwierig, wir sollten einfach so ganz langsam wie möglich... Achtung, links. Mhm. Mein erstes Holzschwert ist auch bald kaputt. Können reparieren, dann kriegen wir ein bisschen Bonus. So, okay. Ja, dann lass jetzt mal ganz langsam hier aus dem zum Creeper schwinden. Vielleicht. Also diese Witch, ne? Ey, Alter. Die hätte dich einmal mit diesem Potion und dann bist du aber direkt auf halbem Herzen. Die machen Breakdance, dann die Witch. Okay, es sind ein bisschen viele Zombies und Skelette. Kacke, was machen wir da jetzt? Ja. Ich glaube, wir gehen erstmal hier aufs Schiff hoch, oder? Wer weiß nicht, wie viele auf uns warten. Aber ja. Ich komme da gerade nicht hoch. Fuck. Ah, hier sind ganz viele Kisten. Hier ist was drin. Echt? Ja. Boah, Alter, Jackpot. Ja, Rüstung, Lederrüstung. Ich esse mal direkt was. Leder. Hier ist ein Creeper unten drin. Nochmal Jackpot. Wir brauchen hier eigentlich auch nur einen Stick zu finden. Zwei Sticks brauchen wir. Ich loote mal alles und verteile es dann an dich. Okay. Alter. Ist jetzt krass. Ich habe auch nicht Essen gefunden. Boah, Alter, ist Jackpot. Und ein Holzschwert sogar noch.
Goldrüstung. Ja, unten ist wahrscheinlich auch noch was, aber wo bist du eigentlich gerade? Hinter dir. Okay. So, ich verteile jetzt mal die Sachen an dich. So. Das brauche ich natürlich. Nein, okay. So. Schuhe, dann kriegst du die Schuhe, wenn ich schon eine bessere Rüstung habe als du. Unterhose habe ich auch noch. 12 Pfeile und ordentlich Essen. Mal so ein bisschen verteile ich. Und ja. Wollen wir runtergehen? Yep. Also, ich verstehe nicht genau, wie das hier aufgeteilt ist. Hier ist auch ein Ofen. Also eventuell. Ich bin hinten im Cockpit. Kajüte. Okay. Also hier sind auch zwei Öfen. Okay, in den Thron ist hier nichts drin wieder mal. Nee, nur da waren Thronen, die gefüllt waren. Da hinten ist ein Creeper, ich lasse den mal. Ja, Junge, perfekt. Zwei Creeper sogar. Drei. Also. Und? Jupp. Hat's geklappt? Ja. Hast du genug Holz? Weißt du noch nicht. Okay, ich nehme mal den rechten. Hab zwei Holz. Jo, wir haben genug Holz. Geil. Kannst du den nochmal aufgeben? Nicht schlecht auf jeden Fall. Oh fuck, das ist das Skelett. Jo. Okay, Mach doch mal eine Wrench. Jo. Yeah. Warte, wir gehen mal in einen Raum, wo es nicht so ganz gruselig ist. Hier mal. Hier sind auch schon Öfen. Ah, ich kann auch keinen Sand setzen. Hä? Ach nee, da ist noch was. Okay. Jo. Sticks. So. Noch eine Axt. Ach, du hast schon auch genug? Okay. Pickaxe bauen wir noch. Ja, dann bauen wir mal einen Stein ab und so. Ja. Gut, Stein kriegen wir hier ja nicht. So, ja, dann bauen wir gleich Holz ab, damit wir niemals Holzmangel haben. Soll ich eine Holzpickaxe machen? Ja, mach auf jeden Fall auch. Ja gut. Time to mine. Okay. Kannst du mir auch mal ein bisschen Holz haben? Setz nochmal die Workbench hin, dann könnte ich nämlich Dingsbums auch mit einer Axt machen. Nee. Weil es wäre wichtig. So. Alter, das ist krass. Ich hätte niemals gedacht, dass wir das noch rechtzeitig schaffen. Also ohne diese. Ja gut, wobei wir hätten es auch fast mit diesen Truhen geschafft. Ohne diese Truhen geschafft. Dann wären wir jetzt halt noch ärmer dran.